Doch Yuan war nicht nur das folgsame Mädchen, das Muad'Dam in ihr sah. Die Prinzessin fühlte, dass in ihr viel mehr steckte als eine gut erzogene junge Frau. Immer wieder, wenn ihre Stiefmutter auf Reisen ging, schlich sie sich heimlich aus dem Haus zu den sogenannten Kriegerinnen der unerschütterlichen Gerechtigkeit. Diese übten sich unbemerkt vom Kaiser, der Frauen das Recht auf Selbstverteidigung abgesprochen hatte, in der alten Kampfkunst Wing Chun.